Die duit agus faute akur räumch aras aik diach fargmenia diach stilenia und herzlich willkommen zurück bei Minecraft 10 Gebäude 10 Stile. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, Captinus, was Zölle war das gerade? Das war Gälisch oder auch Irisch. Und heute zeige ich euch, wie ihr dieses wunderschöne Irish Cottage baut. Bleibt dran! So, wir fangen mal wieder an mit dem Grundriss. Ihr braucht 8x12 Blöcke dafür. Und holt euch schon mal Quarzblöcke und Polished Diorite. Die werdet ihr brauchen. In Irland regnet es natürlich nie. Deswegen schön wieder auf Sonne. Und dann bauen wir schon mal grob die Form der Fassade vorne. Die können wir dann noch im Nachhinein etwas abändern. Es geht jetzt erstmal nur, dass wir die grob schon mal aufbauen. Und dafür setzt ihr einfach immer an die Ecken nochmal zwei Blöcke, eine Säule aus Polished Diorite und immer dazwischen glatte Quarzsteine. Dann gebt ihr dem Ganzen einen Giebel. Wichtig ist, dass ihr oben zwei Blöcke habt. Das ist zwar erstmal ungewöhnlich für ein Minecraft-Haus, ist aber später noch wichtig. Und jetzt seht ihr auch warum. Und zwar kommt jetzt hier dieser typische irische, auch oft in Schottland oder England verwendete Schornstein drauf. Dann macht ihr an der Vorderseite ein kleines Fenster rein. Da das nicht funktioniert, dass ihr das genau in der Mitte macht und es auch nicht schlecht aussieht, irgendwie an die Seite. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. So, wir müssen jetzt an die Seite noch ein paar Fenster reinmachen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und setzt jeweils unter die Glasscheibe eine eicherne Trapdoor. Und irgendwo nicht in die Mitte, sondern halt einfach irgendwo an die Seite dann eine Fichtenholztür. Dasselbe dann auf der anderen Seite, nur ohne die Tür. Und dann ziehen wir schon mal das Dach einmal rüber. Und dann verlegt ihr den Boden. Ich würde zum Beispiel Fichtenholz dafür verwenden, weil das so ein schöner alter Holzboden ist. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dem einen oder anderen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich den Schornstein auf der einen Seite einen Block zu niedrig gemacht habe. Das werde ich aber im Laufe dieses Videos noch ausbessern. Keine Sorge. Dann das Dach nach hinten durchziehen. Und auch auf diese Seite wieder ein Fenster rein. Und darunter wieder so eine eicherne Trapdoor. Jetzt verbessere ich auch noch meinen kleinen Fehler von vorhin. Damit hier alle glücklich sind. Und keiner irgendwas in die Kommentare schreiben kann von wegen, Captinus, du hast da was übersehen. Dann den Giebel abschließen nach oben hin. Dann habt ihr schon mal die Rohform eures Gebäudes da stehen. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das ein bisschen altert mit normalem Diorit und den einfach random an die Fassade dran setzt und dann noch das ein bisschen mit poliertem Diorit kontrastiert oder so, keine Ahnung, ich kenne die Fachbegriffe nicht, so dass es dann irgendwann gut ausschaut. Ich habe da dann ein bisschen dran rumprobiert und war mit dem Ergebnis dann ganz zufrieden. Dann gilt es jetzt noch die seitlichen Wände etwas altern zu lassen. Dafür dann wieder auch normalen Diorit und polierten Diorit irgendwo reinsetzen und dann passt das auch. Selbiges natürlich wieder an der gegenüberliegenden Fassade und an der gegenüberliegenden Fassade, so dass es einfach gut ausschaut. Und jetzt seid ihr praktisch schon fast fertig. Ist ein kürzeres Tutorial heute, aber nichtsdestotrotz
ein schönes, schönes Haus, was dabei rauskommt. Jetzt ist noch wichtig, dass ihr oben am Dach ein paar Stufen aus Birkenholz dran setzt, damit das Dach nochmal etwas interessanter ausschaut. Und dann habt ihr es auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder oder zum nächsten Tutorial. Dann schauen wir uns das japanische Haus an, was hier neben uns steht. Da gibt es dann wieder ein bisschen mehr Arbeit als jetzt bei diesem Irish Cottage. Haut rein, Leute. Ciao, servus.